Jetzt hört mal alle gut zu. Ich bin Cloud, Ex-Soldat aus Nibelheim. Ich will mit Sephiroth abrechnen. Was soll das? Ich bin freiwillig hier. Zumindest dachte ich das. Allerdings, um die Wahrheit zu sagen, habe ich Angst vor mir selbst. Ich verstehe mein Verhalten oft selbst nicht. Zum Beispiel, als es Sephiroth die schwarze Materia gab. Hättet ihr mich nicht abgehalten, wäre Aerith womöglich... Da ist etwas in mir. Ein anderes Ich. Darum sollte ich diese Reise beenden. Bevor ich etwas Furchtbares tue. Egal, ich bin dabei. Er hat vor 5 Jahren mein Dorf zerstört. Aerith getötet. Und jetzt will er den Planeten zerstören. Das verzeih ich dir nie, Sephiroth. Ich gebe nicht auf. Tut ihr mir einen Gefallen? Kommt ihr mit? Damit ich keine Dummheiten mache. Weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, wie ich Aerith den Planeten vor dem Meteor, retten wollte. Und ich glaube, wir werden es niemals erfahren. Aber es gibt noch eine Chance. Wir müssen uns die schwarze Materia zurückholen, bevor Sephiroth sie benutzt. Los geht's. Ja, das war das Ende von Teil 1, beziehungsweise das Ende der CD 1 damals. Ich habe damals geheult wie ein Schlosshund und jetzt ist mir irgendwie gerade auch wieder zum Heulen gewesen. Ungeachtet der Grafik ist es halt so, dass der Charakter ein ja so nahe gefühlt und Aerith ist halt so ein toller Charakter. Ich liebe sie einfach. Und so sympathisch und wird dir so, du hast dich so an sie gewöhnt, weil sie ist eine der ersten, die du halt triffst. Und ja, das ist, oh, und jetzt, wenn ich halt jetzt so daran, wenn ich jetzt an Crisis Core denke, ist das so unfair. Das tut richtig weh, das hat sie absolut nicht verdient. Es ist so krass einfach. Sephiroth, ich frage mich, in welche Richtung er gegangen ist. Hey, alles okay? Sephiroth sagte, Richtung Norden, über die Schneefelder. Eieiei, ich bin echt gerade so ein bisschen so... Jetzt können wir auch hin. Habe ich gerade mitten im Kampf einfach aus Versehen Pause gedrückt, weil ich einfach... Ich wollte halt die Musik auch gar nicht unterbrechen. Ist doch alles voll doof. Ja, keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht... Das war... Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn ihr Final Fantasy VII nur bei mir guckt, könnt ihr das nachvollziehen, wie das damals war, als junges, sehr junges Mädchen, als kleines Mädchen das zu spielen? Und viele andere natürlich waren auch super jung, als sie das gespielt haben. Und damals war das ja auch noch nicht so wie heute. Heute sind Spiele natürlich alle sehr dramatisch und sowas alles. Aber da einfach einen der sympathischsten Charaktere zu töten und quasi, wir hätten Aerith ja quasi fast selbst getötet. Das finde ich so krass. Boah, ich weiß. Nein? Cloud, kannst du bitte nochmal runter? Das wäre super. Komm ich hier hoch? Nein! Menno. Na komm.
macht den Kohl jetzt wirklich auch nicht mehr fett? Oder doch? Gehen wir doch noch hin? Nein. Warte mal. Okay. Eine Höhle. Wir alle lieben Höhlen. Mann. Das kann ich ja wieder Qualung machen. Die hatte gerade so einen blöden Spiegel. Da war ich sauer. So. Tschüss. Oh. Ja, es geht aber mal gar nicht. Was musste ich denn hier nochmal machen? Ich kann hier so rein, das ist sehr schön. Und hier wahrscheinlich auch. Ah, okay. Nach links. Nach rechts meine ich. Nach rechts. Ich glaube, ich kann von rechts jetzt weiter nach oben klettern. Boah, das ist alles viel zu lange her. Und ich muss echt sagen, das war nicht mal irgendwie jetzt... Das war kein Hinweis oder sonst was. Es ist wirklich so... Dass ich das irgendwie total verdrängt habe, das ganze Kapitel, dass voll viele Sachen gerade mir total neu vorkamen. Ich wusste wirklich einige von den Sachen nicht mehr. Wusste ich nicht mehr. Wusste nicht mehr, wo lang. Ich wusste nicht mehr, dass es dann doch schon größer ist, die Map. Hey, ich möchte bitte nicht so klein sein. Das geht nicht. Ich muss die Kiefer dir jetzt auch mal einen aufs Maul geben. Warum mache ich das überhaupt mit den Beinen? Warum mache ich das überhaupt? Zauber werden bestimmt genau das gleiche bewirken, oder? Komm. Nein! Ja, okay, komm. Ich habe da aber was gegen. Ich habe da was gegen. Tiefer? So. Nein, ich habe da doch nichts gegen. Oh. Doch. Dann halt so. Das Lustige, was ich immer noch, was ich heute wirklich noch super interessant finde und mir auch gerne durchlese, sind die verschiedenen Mythen zu Final Fantasy VII. Unter anderem auch, dass man Aerith auf jeden Fall wiederbeleben kann. Und das Lustige ist ja wirklich... Aha, Moment. Meine Lippen sind super trocken, ich kann kaum reden, deswegen muss ich jetzt kurz was drauf machen. Das Lustige ist ja wirklich, dass Leute wirklich noch gefragt haben, jetzt auch in der neuen Version. Oh, verdammt, das geht überhaupt gar nicht vorum. Haben die Entwickler gefragt, ob im Remake, ob man da Aerith irgendwie, ob sie nicht stirbt und so. Das wollen wir doch alle, Mensch. Aber es ist dazu... Sag mal, hoch. Was? Konnte ich das da auch? Nein, da konnte ich nur nach links und nach rechts. Ah, okay. Ich bin gerade einfach viel zu durch. Das Spiel kann euch jetzt nicht von einem verlangen, dass man hier noch rätselt. Ganz im Ernst, das ist so dreist. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Du kannst auch mal Aqualung machen hier. Beeil dich. Direkt drauf. Direkt drauf. Noch einmal, noch einmal. Der war nicht schlecht, Barrett. Der war nicht schlecht. Es kann sein, ich bin... Hoppala, hoch. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass die Folgen vielleicht jetzt... in der nächsten Zeit vielleicht mal so 19 Minuten oder, also nicht 19 Minuten, upsala, vielleicht mal so 25 Minuten oder so lang sind. Kommt aber immer auf den Content natürlich drauf an. Kann ich nicht mehr ganz unten? Kann ich hier hoch? Menu. Runter. Also ich werde das schon hier irgendwie hinbekommen, glaube ich.
Da unten ist eine Substanz, da will ich natürlich auch gerne dran. Warte mal, ich gehe noch mal ganz hoch, ja? Komme ich da nicht irgendwie auf die Leiter? Ich gehe jetzt nach links und gehe nach oben. Und kann ich jetzt von hier aus nicht nach rechts? Okay. Rechts. Lässt er mich nicht hoch? Hoch? Und nach links. Und dann hier hoch. Okay. Runter auf jeden Fall. Da lag ja noch was. Jetzt könnte ich schon wieder die ganze Zeit hier so hin und her philosophieren. Final Fantasy 7 Mythen. Hm, was gab es denn da noch? Da gab es so viel. Es gibt so einen kleinen... Naja, so einen kleinen Fehler im Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es den... Ich weiß nicht, ob es den noch gibt hier. In der Version auf dem PC. In der Remastered-Version. Können wir aber auf jeden Fall nachgucken. Dazu müssten wir dann einmal in die Kirche gehen. Sobald wir wieder nach Midgar können. Ich sag jetzt einfach nicht mal mehr dazu. Aber falls euch noch irgendwelche Final Fantasy 7 Mythen einfallen, ne? Gerne her damit. Ich habe das damals so gesuchtet. Ich weiß doch, dass ich mir damals... War das die PlayStation-Bibel? Ich glaube, das war die damalige PlayStation-Bibel, die ich mir dann immer geholt habe. Ich glaube, die kam alle 2 Monate. Waren dann auch so Mythen drin und ich habe die alle gelesen. So, oh, ob das wohl wirklich so ist? Oh, und Debug Room hat man da das erste Mal gehört. So, oh, toll, ich möchte auch unbedingt in den Debug Room. Total toll. Ah, ich gebe, glaube ich, mal die Kraftkapsel jetzt in Barrett. Das ist so... Da konntest du mit einem Cheat halt rein. Hm. Oh. Da. Und da waren halt so ein paar NPCs drin. Und ach, da müsst ihr... Ihr müsst mal danach googeln. Final Fantasy 7 Debug Room. Super lustig. Oh. Der sieht seltsam aus. Eine Mischung aus Schlange, Schildkröte und Pflanze vielleicht? Den werde ich, glaube ich, einfach mal verprügeln und mal gucken, was passiert. Ja, war groß, aber hat uns nichts getan. Aber wisst ihr was? Ich will nicht sagen, dass die Sache gerade irgendetwas Positives hat, aber um uns ein bisschen zu beruhigen, zwei... Menschen sind jetzt ja eigentlich wieder zusammen. Nicht im Diesseits, aber eventuell im Jenseits. Genau, so möchte ich mir das jetzt vorstellen. Beziehungsweise wer Advent Children gesehen hat, aber ich möchte jetzt nicht spoilern. Advent Children, übrigens, wenn wir Final Fantasy 7 fertig haben, ne? Und, also wenn wir es durchgespielt haben und ihr kennt die Final Fantasy 7 Reihe überhaupt gar nicht, empfehle ich euch... Danach, wirklich danach, weil sonst spoilert ihr euch, den Film Final Fantasy 7 Advent Children. Den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Wo hatte ich denn jetzt gespeichert hier? Ich möchte mir den Speicherstand oben gerade bewahren noch ein bisschen. So, dann gucken wir mal. Die nächste Stadt ist... Ah, da, quasi hinter dem Berg. Ihr seht schon, es wird kalt werden. Ich muss euch ein ganz kleines Aufnahmepäuschen machen, weil ich total auf Toilette muss. Ich muss ganz dolle Pipi. Boah, wie war das denn? Muss ich jetzt hier so? Nee, das kann nicht sein. Ich muss einmal rechts rum, oder? Und da hole ich einfach mal drauf. Aber warum nicht? Und ich muss mir angewöhnen, irgendjemandem mal Raub zu geben. Was bestimmt einige coole Sachen gibt. Zum Beispiel den, warte, den kann ich euch zeigen. Da. Ne, warte. Oh. Jetzt bin ich wieder. Warte mal. Toll, jetzt habe ich ja schon wieder einen besseren Reif gefunden. Ich drehe durch. ich nehme mal den hier. Ich wollte sagen, der, wo ist er denn? Achso, der Adermann-Reif, der ist geklaut.
Ja, wir haben ganz dreist geklaut. So, fehlt mir jetzt wieder irgendwas. Genesung, Bahamut, Gewitter, alle. Odin. Okay, ich habe Feindeskönnen. Also ist alles gut. Ich sollte eventuell, komm, ich mach das mal. Wir haben ja eine dritte Feindeskönnen-Substanz gefunden. Und die könnte ich eigentlich tiefer ausrüsten. Genesung, Behandlung, Wiederbelebung, Hitze, Schokomok. Oh, es wird schwierig. Weißt du was? Alle kommen weg hier. Ich weiß, das ist vielleicht nicht gerade schlau, aber da ich mit ihr eh nur heile und diese ganzen Zusatzzauber. Nein, ich kann nicht. Okay, ich muss da vorne einmal rum. Kann ich ihr halt auch mal diesen Zauber geben? Alles okay, kann ich ihr alle wegnehmen. Also die alle Substanz wegnehmen. Oh, ich bin ein bisschen durch gerade, Entschuldigung. Ja, jetzt komm, jetzt hört mal auf. Jetzt guck mal hier, Aqualung und gut ist. Da hau ich nochmal ein bisschen drauf. Aqualung regelt immer. Naja, okay, manchmal. Manchmal regelt sie auch nicht. Und manchmal kriegen wir es auch doppelt zurück. Wir können uns einen Schokobo holen. Ah, da. Jetzt sind wir da. Opa, wach auf! Wir haben einen Kunden! Oh, willkommen! Schön, dass du gekommen bist! Ja, ja, ja! 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 Mist! Oh Gott! Okay, hör zu! Verdammt! Ich wollte den Red sowieso nämlich mal wieder eventuell mit reinnehmen. Und ich werde jetzt mal meine alten Waffen verkaufen. Warte, er bekommt jetzt... Oh, warte. Nicht, dass ich irgendwie... Aha. Nein! Achso, ja, keine. Oh, stimmt, okay. Also, okay, die Nagelkeule nicht... Ja. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. 62, 63... Ja! Boah, ich bin... Ah, jetzt habe ich mich echt erschrocken. Kai hat natürlich auch wieder keine. Nimm mal dich. Und, ah, Freude, Freude. Ich glaube, wir nehmen da mal hier den hier und, nee, Quatsch. Haha! Alle? Und Feines können. Ich lasse das erstmal so. Eieieiei. Ja, hier haben wir jetzt ein... Oh, wir können ein bisschen was ausrüsten. Witter. Genesung. Gegenangriff auf jeden Fall. Das auch. Haben wir noch gar nicht ausprobiert. Und ein Glücksplus nehmen wir nochmal. HP Plus und MP Plus bräuchte ich eigentlich noch. Er hat hier auch nochmal eine Menge. Wir nehmen mal Verwandlung und... Analyse haben wir schon. Schutz? Ich weiß nicht. Zauber plus. Warte mal, wie viel hat er? Feindtechnik gehört doch eigentlich auch zum Zauber, oder? Aber ich glaube, bei ihr hier wäre es besser. So. Ach komm, ich verkaufe mal die anderen Sachen. Okay, wir verkaufen die Objekte. Dann gucken wir mal. Lederhandschuh können wir verkaufen. Wow, das bringt einfach so unfassbar viel. Ja, mit dem Megafon der Weiß, da bin ich mir gerade nicht sicher. Und ich weiß auch nicht, wie die Spange hieß, die ich ihnen gekauft habe. Das kann aber weg. Silberarmband mal 4 kann auch weg. Hm.
schwarzes Megafon, Omnistab. Oh, Märchenstab. Boah, ich möchte Aris Sachen einfach nicht verkaufen. Tut mir leid. Mach ich nicht. Platinfaust. Eine neue Waffe zum Schutz vor Reaktoren. Okay. Bohrarm. Elfenring. Windklinge. Verdammt, ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin mir gerade so unsicher. Das ist eine Nagelkeule. Wie viel kriege ich denn dafür? Ja. Kann sein, dass ich jetzt auch gerade was verkauft habe, was ich vielleicht nicht hätte verkaufen sollen. Den kann ich aber verkaufen. Ja, wir werden so oder so Geld machen. Wir haben jetzt wieder 22.000. Alles in Ordnung. Das ist so schön hier. Oh Mann. Mein Junge verletzte sich gleich, als wir hierher zogen. Ich hätte ihm kein Snowboard kaufen sollen. Ein Snowboard? Aha. Ui, da steht's. Oh, mit dem süßen Kinderzimmer, mit der süßen Tapete. Menno, das tat weh. Okay, da kann ich nichts machen. Ja, hier Snowboard fahren macht bestimmt Spaß. Hallo. Es ist fast fertig. Nächstes Mal wieder größer. Wie? Schau die Karte an. Okay. Und nimm die Karte mit. Schlüsselobjekt Gletscherkarte erhalten. Eine Katze? Ich habe gehört, der Alte ist ein erfahrener Bergsteiger. Man sagt, er kennt jede Ecke des großen Gletschers. Ich habe einfach eine Karte gerade übrigens geklaut. Möchte ich nochmal sagen. Mein Mann zog vor 20 Jahren los und ist immer noch nicht zurück. Er müsste jetzt am Fuße der Geistklippen sein. Entschuldigung, Geistklippen sein. Die sind auf der Karte. Die sind auf der Karte der Karte markiert. Das war gerade schon so problematisch mit den Übersetzen. Obwohl es Deutsch war. Heldentrank. Impfstoff. Ich weiß nicht, ob ihr Mann noch wiederkommt. Das hört sich gerade irgendwie seit 20 Jahren. Es hört sich nicht wirklich an, als würde er wiederkommen. Er hat sich wirklich verabschiedet und gesagt, es dauert 20 Jahre. Es ist fast unmöglich, die Nordgrenze ohne Karte zu erreichen. Falls du dahin willst, nimmst du besser die Karte an der Wand damit. Eine Frechheit. Du hast sie schon abgerissen. Die war aber auch sehr, sehr auffällig. Ich kann doch da gar nichts für. Ich glaube... Oh Gott, das ist doch viel zu kalt. Hast du von dem buckligen Hügel in der Stadt gehört? Aber man sagte mir, der Aufstieg ist verboten. Ja, verboten sind doch eure... Die haben nur Spandex-Lycra-Unterhosen an. Na toll, so eine weite Reise und dann das. Wo sind eure Anziehsachen? Wir sind von der Costa del Sol, extra hier zum Snowboarden. Jetzt reisen wir wieder ab. Heute ist es kälter als sonst. 200 Gil, bitte. Möchten Sie übernachten? Nee, gerade noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Puh, was ist das denn? Geh nicht zu nah ran, sonst verbrennst du dich. Hoho. Boah, das ist so schön einfach. Ich möchte einfach nur... Und wenn ich jetzt halt nur einmal in diesen Raum gehe... Was ist hier? Oh, wenn ich nur einmal in diesen Raum gehe oder hier, es lohnt sich einfach da. Es ist alles so schön liebevoll. Ich liebe es so sehr. Ich liebe es. Hallo. Ich habe gehört, beim großen Gletscher gibt es eine Schneefrau, die warme Quellen hasst. Aber ich glaube, das ist nur ein Märchen, um Besucher abzuschrecken. Willkommen. Du siehst aus, als wärst du stark. Wenn du willst, höre ich dir ein wenig zu. Gerne.
Hallo? Mir gehen seine Märchen auf die Nerven. Was? Hä? Okay. Langweilig dich? Ich hab doch gerade erst mit dir geredet. Und in den Norden ziehen? Hab ich vor. Naja, wenn du an dieser Stadt vorbei willst, brauchst du eine Karte. Vielleicht ist noch eine im Holzhoffs Haus. Er war früher Bergsteiger. Er wird sich wahrscheinlich verlaufen und erfrieren. Egal wie gut er ausgerüstet ist, da draußen ist es eises Kälte. Ich gebe ihm höchstens 2 Tage. Jemand soll zum großen Gletscher im Norden aufgebrochen sein. Was für ein Idiot. Will er etwa zur heißen Quelle? Weißt du, was eine Cetra ist? Und was war mit der Cetra? Ach, das gleiche wie mit dem alten Volk. Ja, in dieser Stadt lebte vor vielen Jahren eine. Sie hieß Ilfalna und wusste über vieles Bescheid. Was meinst du da? Ich hörte, sie wurde von den Shinra entführt und irgendwo hingebracht. Shinra und das alte Volk. Da stimmt doch was nicht. Die reden gerade von Eris Mutter. Das war Eris Mutter. Da hatte die Shinra auch schon ihre Finger ins Spiel. Könnte ich bitte... Ich muss einmal bitte... Hallo? Warte. Leider kann ich nicht auf Toilette. Schade. Boah, ich habe so Lust auf Schnee. Ich bin so neidisch auf alle Leute, bei denen es gerade schneit. Aber hier in Köln ist absolut gar nichts. Oh, hier waren wir noch nicht drin. Video abspielen, ja? Der Beginn. Kamera bereit? Nun, Ilfalna, erzähl uns von den Cetra. Vor 2000 Jahren vernahmen unsere Vorfahren die Cetra, die Schreie des Planeten. Die Cetra am... Bitte was? Am Norlespol fanden die Planetenwunde als erste. Sag, Ilfalna, wo liegt das Norlespol? Die Gegend hier nannte man Norlespol. Die Cetra lasen dann den Planeten. Ilfalna, was ist überhaupt Planetenlesen? Das ist schwer zu erklären. So eine Art Konversation mit dem Planeten. Er sagte, es sei etwas vom Himmel gefallen, das eine enorme Einschlagstelle verursacht habe. Tausende Cetra wollten gemeinsam den Planeten heilen. Aber die Wunde war so tief, dass sie sich über die Jahre nur selbst heilen konnte. Hat das alte Volk, ich meine die Cetra spezielle Kräfte, mit denen sie den Planeten heilen? Nein, es ist keine spezielle Kraft. Die Lebenskraft aller Lebewesen auf diesem Planeten wird zu dieser Energie. Die Cetra bauten das Land an, um die lebenswichtige Energie zu erhalten. Sogar hier, so nah bei der Nordhöhle, schmilzt der Schnee nie. Liegt das daran, dass sie die Energie des Planeten für seine Heilung konzentriert wurde? Ja, die Energie zur Heilung des Planeten verdorrte erst das Land und dann den ganzen Planeten. Der Planet wollte, dass die Cetra Knowledge Pool verlässt, aber... Ilfalna, lass uns eine Pause machen. Es geht schon. Gerade als Cetra das geliebte Land verlassen wollten, dann erschien etwas. Es sah aus wie unsere toten Mütter und unsere toten Brüder. Sie zeigten uns Geister aus ihrer Vergangenheit. Wer ist die Person, die bei der Nordhöhle auftauchte? Kam er, der den Planeten verletzt hatte, auch Krise Himmels genannt.
Erst war er freundlich, dann täuschte er sie und infizierte sie. Die Cetra wurden vom Virus befallen, wurden verrückt und wurden zu Monstern. Danach tat er dasselbe mit anderen Cetra-Clans. Er infizierte alle. Er infizierte diese auch mit dem Virus. Du siehst müde aus. Schluss für heute. Da hat mir jetzt so ein bisschen, muss ich sagen, die Hintergrundmusik gefehlt. Ich muss einmal kurz was trinken, tut mir leid. Ich mache das regulär selten in Let's Plays, muss ich sagen, aber bei Final Fantasy redet man viel. Und ich sitze hier, weil es halt draußen sehr kalt ist, mit hoch aufgedrehter Heizung. Und die trockene Luft trocknet halt auch den Hals schnell aus. Video abspielen, ja. Die Whippen. Ifalna, weißt du was über die sogenannte Whippen? Ja, Professor. Jene, die du anfangs für eine Cetra hieß, hieß Genova. Sie ist die Krise des Himmels. Der Planet wusste, dass er die Krise des Himmels zerstören musste. Denn solange sie lebt, kann der Planet nicht komplett heilen. Whippen war eine Waffe, die der Planet selbst schuf? Ja, aber es gibt keine Indizien, dass Whippens eingesetzt wurden. Ein paar überlebende Cetra schlugen Genova und sperrten sie ein. Der Planet schuf Whippens, doch sie wurden nicht eingesetzt. Das bedeutet, Whippen gibt's auf diesem Planeten nicht mehr? Die Whippens, Entschuldigung, dass ich Whippens so komisch ausspreche. Die Whippens. Die Whippens sind nicht zu deaktivieren. Sie ruhen irgendwo. Obwohl Genova gefangen ist, kann sie wieder erwachen. Irgendwann. Der Planet ist noch nicht völlig geheilt. Er behält sie im Auge. Wo ist Whippen? Ich weiß nicht. Ich kann die Stimme des Planeten nicht gut verstehen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Planet beobachtet die Lage sicher genau. Danke, Ifalna. Das genügt für heute.